Dein Herzensmensch, dein Schatz, dein Wunschpartner hat eine Aussage dir gegenüber vielleicht getroffen, dass er vielleicht nichts mehr mit dir zu tun haben möchte, dass er den Kontakt mehr nicht mit dir will, dass er die Beziehung nicht mehr mit dir will, hat es ganz abrupt vielleicht beendet, von jetzt auf gleich. Und da stellt sich für dich die Frage, uff, hat er es ernst gemeint? Ist es jetzt ein absoluter Ernst? Ist es endgültig aus und vorbei? Will er wirklich keinen Kontakt mit mir? Und da ist die Frage, die wir jetzt stellen, ob er es wirklich so gemeint hat, ob es definitiv, ob er keinen Kontakt mehr mit dir möchte, ob seine Worte, was er dir gesagt hat, dass er da den Abstand von dir will, ob es wirklich so ernst gemeint war, ob es wirklich genau so meint, wie er es gesagt hat. Und da schauen wir jetzt mal nach. Wir greifen die Energie vom Jetzt, die präsenteste Energie, und schauen da mal nach. Ihr Lieben, ihr wisst, wir sind im Kollektiv. Ihr wisst Bescheid, Kollektivlegung, die Personenkarten sind geschlechterneutral. Und Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen. Und ich habe das jetzt schon öfters in den Kommentaren gelesen, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, einfach Kontaktabbruch. Will keinen Kontakt mehr und da habe ich die Frage aus den Kommentaren genommen. Aber ihr könnt mir bitte, bitte, bitte jederzeit sehr gerne Vorschläge für eine Legung fürs Kollektiv mit in den Kommentaren schreiben. Und ihr wisst ja, ich nehme das auf jeden Fall auch sehr gerne immer mit auf. Na? Ein ganz herzlich liebes Hallo an euch, eine ganz herzlich liebe Umarmung an euch und ich hoffe so sehr, dass es euch gut geht und ich sende euch jetzt ganz, ganz, ganz viel glückliche Gefühle und ganz viel positive Energie. Fühlt euch alle ganz liebe umarmt. Ein ganz liebes Dankeschön wieder für eure herzlich lieben Kommentare, immer, immer wieder. Ich finde es so bezaubernd schön und lieb von euch. Danke dafür, danke, dass es euch gibt. Danke für euer Sein. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal nach, was denn da los ist. Ob er oder sie es wirklich genauso gemeint hat, was er gesagt hat. Und gucken wir jetzt mal, was denn da los ist. Okay, dann schauen wir doch mal. Gut, also wir haben ja schon mal, geht ja schon mal gut los mit der großen Arkana. Wir haben das Schicksalsrad. Also ich sage mal schon, hier geht es um karmische Verbindungen. Also schaut mir hier schon danach aus. Es gab eine Veränderung. Es ist aber auch jetzt gerade wieder eine Starre und eine Ohnmacht. Also, hier ist jemand mit sich selber auch nicht in Einklang, Ich fange nochmal an, ja? Hier ist jemand mit sich selbst nicht im Einklang. Ist aber, was jetzt hier schon mal vorab gezeigt wird, dass es hier um die Bewältigung von Problemen geht. Dass er oder sie wieder in den Einklang mit sich selbst kommt, mit seiner Situation. Und da die Karte ausschlaggebend, die Zeit ist reif. Na, also da, es geht hier um eine Veränderung, um eine Wende. Wir schauen jetzt mal, was genau das hier ist, was da wirklich auch komplett bei ihm oder bei ihr los ist. So, dann haben wir 10 der Stäbe. Also, 10 der Stäbe ist schon dein Gegenüber. Es ist das, was du vielleicht nicht weißt, dass er oder sie hier wirklich eine große Last mit sich herumträgt. Und der ist absolut verausgabt. Also, da ist sehr, sehr viel, was da los ist. Und ich sag mal so, er steckt stark und steckt vielleicht immer noch in einer scheinbar ausweglosen Situation. Und da ist auch so, da plagt jemanden die Sorge. Es sind Probleme, hier werden nochmal Probleme gezeigt. Und vielleicht ist es auch so, also jetzt, wo auch drin steckt, dass er sich alleine gelassen fühlt. Und da ist auch ein großes Thema Loslassen, ne? Ja, aber wie gesagt, gerade eine absolute Last, die er mit sich rumschleppt, was es genau ist, sehen wir noch, was da genau los ist und ob er es wirklich ernst gemeint hat, das, was er gesagt hat. Was haben wir noch? Die 9 der Münzen. 9 der Münzen haben wir hier schon,
Es geht hier um eine erfreuliche Entwicklung. Also da ist er gerade vielleicht so ein bisschen ignorant, ne? So unterwegs in deiner Richtung ist hier vielleicht mehr auf ja so ein Luxusleben. Luxus ist relativ, ne? Luxusleben über seine Fülle, ne? Unabhängig, gerade diese Unabhängigkeit. Aber hier wird es Überraschungen geben. Also irgendwas ist hier, ja, was hier eine erfreuliche Entwicklung mit zeigt, also eine glückliche Wende. Aber wie jetzt genau? Wie gesagt, wir können uns aus diesen Karten noch hier komplett nicht sagen, so und so schaut es aus, ne? Aber wir haben hier schon mal ja, so einen Hinweis, was da wirklich auch los ist. Also, oh, ich bin mal gespannt. Die brauchen wir noch, die gehört auch mal dazu, ne? So, dann gucken wir doch mal, dass wir hier mal richtig klingend bekommen, was denn da los ist. Weil, wie gesagt, Wende, Wandel, Last, ne, was ist es? Kommt er da wieder raus? Hat er es wirklich ernst gemeint? Was hat es hier mit der Wende zu tun? Mit der Veränderung? So, wir gucken. So, dann schauen wir doch mal, ob er es denn wirklich ernst gemeint hat. Also, wir sehen hier schon mal ganz klar und deutlich, hier sind wirklich Lasten, hier sind Themen, hier sind Altlasten aus seiner Vergangenheit, auch im finanziellen Bereich, was gezeigt wird. Und ich sag mal, sein das Materielle, das Umfeld, materielle Umstände, finanzielle Umstände, Situationen sind hier wirklich Themen bei ihm. Es sind Altlasten. Und da ist es so, da ist bei ihm gerade sehr stark zu sehen, der Verlust auch im Finanziellen. Die Fülle im Allgemeinen haben wir hier nochmal liegen. Die ist wirklich, da hapert es gerade ganz extrem. Und ich habe ihn schon sehr deutlich hier liegen, sehr angeschlagen, psychisch wirklich angeschlagen, komplett im Rückzug. Und der Rückzug, die Entscheidung. Ist eigentlich im Endeffekt so, irgendwie, er kommt damit mit dem Ganzen nicht klar. Er ist zurückgezogen. Er ist aber auch in sich gekehrt. Also er hat sich komplett selber eigentlich ziemlich zugemacht. Er hat dicht gemacht. Und da haben wir in der Kommunikation, ja, das sind wirklich einige Themen bei deinem Herzensmenschen, die wirklich hier einen ganz großen Auslöser mit dazugegeben haben. Denn die Entscheidung, die er getroffen hat, da kann ich dir jetzt schon mal sagen, so sicher ist er sich definitiv nicht. Und nein, ich habe die Unsicherheit bei ihm liegen. Und ich habe sehr stark den Einfluss. Also er ist eigentlich immer so hin und her am Kippen. Ich habe bei deinem Herzensmenschen liegen hier wirklich seine Probleme. Der ein oder andere weiß vielleicht von den Problemen vom Gegenüber. Ja, er hat finanzielle Thematiken, er hat berufliche Thematiken, wo auch wirklich bei dem einen oder anderen habe ich nämlich ihn sehr stark hier liegen, dass er mit dem Gedanken spielt, vielleicht auch die aktuelle Arbeitsstelle zu kündigen, was aufzugeben, was Neues zu verändern, weil ich ihn komplett hier in einer Last liegen habe, eine größere Last, also nichts Kleines. Aber das ist das, wo er immer selbst oder sie immer selbst ein Geheimnis draus macht und es vielleicht auch nur so ein kleines Bröckchen mal rübergeworfen hat, aber nie komplett sich geöffnet hat. Eher mal dieses Verkrampft, der zurückgezogen, bloß nicht zu viel sagen. Ne? Und wenn er oder sie gemerkt hat, ups, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen viel, was ich gesagt habe, dann hast du komplett einen Wandel von ihm mitbekommen. Das ist wie 0 auf 1000, Busch, komplett die Veränderung, alles abgelenkt und war komplett abgeblockt, hat nichts mehr an sich herangelassen. Also da ging nichts mehr. Du bist dann diejenige gewesen, die dann da zu ihm gekommen ist und gesagt, du kannst gerne mit mir reden, ich bin doch so für dich da. Was ist los? Ne? Und dann er, nein, hab nichts, alles in Ordnung. Ne? Hat seinen eigenen Fehler eigentlich, was heißt, es war ja eigentlich kein Fehler gewesen, für ihn aber schon, erkannt. Ups, ich habe zu viel gesagt. Ne? Und dann, oh, darf nicht sein. Ne? So, jetzt, wenn es darum geht, die Entscheidung, der getroffen hat, das Ganze hier mit dir zu beenden, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, sicher ist dein Herzensmensch, nämlich überhaupt nicht, was das Ganze betrifft. Also da habe ich bei ihm, da ist dieses Falsche, was sehr deutlich gezeigt wird.
Ich habe dieses Falsche sehr deutlich hier liegen. Ich habe diese Verstrickungen. Verstrickungen, seine Ängste und definitiv, es war nicht ehrlich gemeint. Es war eine Kurzschlussreaktion. Es war, er kommt mit dem Ganzen nicht zurecht. Und da ist es aber auch so, es war falsch. Er konnte mit deiner Wärme nicht umgehen. Vielleicht, egal wie lange, also wir nehmen jetzt hier mal die Zeit raus, ob das ein paar Wochen, Monate oder Jahre gewesen sind, hat wirklich das immer nur an der Oberfläche gehalten. Manchmal ist es ein kleines bisschen weiter nach unten eingedrungen, nach unten gesickert das Ganze, dass man da rein konnte, was die Emotionen, die Gefühle betrifft. Hat aber komplett immer wieder abgeblockt. Und das ist das. Im Grunde genommen hat er den Kontakt mit dir sehr genossen. Er fand ihn sehr schön. Er fand ihn sehr schön, hat aber sehr gerne immer wieder ein Geheimnis draus gemacht. Und andere Personen, egal ob jetzt hier, wie nenne ich immer andere Frauen, die jetzt mal dazwischen kommen, zwischen euch beiden, wenn Kontakt zwischen euch war, dann ein Cut. Und da aber immer noch irgendwas nicht abgeschlossen ist, so dazwischen, die andere Person, die sich reingemischt hat, nenne ich immer gerne als Durchlauferhitzer, ne? Weil das ist wirklich so. Er oder sie hat seine Themen und er wird hier das blaue Wunder erleben, ganz ehrlich. Weil da seine Situation, die ist wirklich grottenschlecht. Und das ist das, was du vielleicht im Außen, wo du jetzt sagst, ja, nö, der zeigt sich doch ganz anders. Der sagt doch, hey, mir geht's gut und alles prima, klasse. Und nach, im Draußen, ja. Im Draußen habe ich aber auch hier diese Vortäuschung. Da habe ich Geheimnis, ein Geheimnis, was er komplett verwahrt und was er wie einen Schatz bewahrt, dass das bloß nicht rauskommt, was dann in seinem Inneren wirklich vor sich geht. Wenn er auch sagt, hey, ja, oder du siehst, hörst es vielleicht nicht, aber du weißt, inoffiziell oder irgendwie. Da ist noch eine andere Person, die dazwischen gekommen ist. Das ist ein Durchlauferhitzer. Und da habe ich sehr starke Verstrickungen hier auch drin liegen. Nein, er ist nicht glücklich. Und nein, den Kontakt mit dir abgebrochen zu haben, ist er auch nicht glücklich. Er ist da einfach nur raus. Das war eine Kurzschlussreaktion. Kurzschlussreaktion, das war überhastet, weil hier sein Herz sich nämlich ziemlich stark geöffnet hat. Er und die aber die Kontrolle verloren hat. Das ist sein großes Thema. Die Kontrolle, immer dieses auf diesem Wachposten stehen und überall so mit der Waffe, keine Ahnung, wie auch immer, Pumpgun, alles mögliche, Handgranaten oder so bewaffnet, wenn jetzt hier irgendwo ein Angriff kommt. Ich muss mich immer schützen. So habe ich dann Herzensmann Chili. Immer auf dieser Hab-Acht-Stellung. Und da ist es so, bloß nicht weiter wirklich was zulassen, Liebe zulassen. Dein Herzensmenschen habe ich ja auch liegen, dieses wirklich, diese tiefe Liebe, dieses komplett fallen lassen, kennt er nicht. Der war immer auf dieser Hab-Acht-Stellung gewesen. So, und bei dir ist es aber so, der hat immer mehr diesen Zugang. Die Liebe zu dir hat sich immer mehr vertieft und die ist immer tiefer geworden und er dann, seine Sichtweise, weich geworden. Was ich eigentlich wunderschön finde, weil ihr ein ganz tolles Zusammenspiel miteinander habt. Aber das war für ihn... Oh, oh, zu viel Liebe, zu viel Weichheit ist gleich Kontrollverlust. Und da, batsch, ne? Regel zu, hier alle Schranken nach oben gefahren. Alle Schranken nach unten. So, dass hier gar nichts mehr durchgeht, weil ich ein komplett hier ablockend liegen habe. Im Grunde genommen ist dein Herzensmensch ganz unsicher. Ganz unsicher und eigentlich so nach außen. Puh, alles klar, hey, super, was kostet die Welt? Ich bin's, I'm the hero. Und aber in seinem Inneren schaut es ganz anders aus. Das ist nämlich sehr weich. Sehr weich und sehr verletzbar. Aber Herzöffnung ist gleich Herzverletzung. Ist gleich Kontrollverlust. Ist gleich Verlust im Allgemeinen. Und das ist ein großes Thema. Wir haben ihn jetzt hier liegen. Andere Personen in draußen bekommt er was mit. Ein Kumpel, kann jetzt ein Kumpel, kann ein Arbeitskollege, ein Bruder, wie auch immer sein. Ihr wisst ja, wir sind im Kollektiv. Hat Kontakt mit seiner oder die sind gerade unterwegs. Egal, was sie machen, ne? Oder ja. Und er bekommt mit, boah, der Kumpel bekommt jetzt hier gerade, wir nennen es einfach mal Kumpel, kann auch jemand anders sein, ne? Bekommt hier gerade eine Nachricht und da schreibt die Partnerin oder der Partner. So, dann ist in dem Moment verkrampft in ihm, weil dann kommt nämlich dieser Schmerz, diese Sehnsucht, dieses Vermissen in deine Richtung, deine Nachricht.
So, dann haben wir noch einen anderen Kumpel, der sagt, hey, draußen, komm, let's go, wir machen Party hard, wir gehen hier Party machen, wir machen das, wir machen die Unternehmung, wir gehen dorthin, wir machen, keine Ahnung, alles Mögliche, ne? Egal, ob es Zocken ist oder whatever. So, da sagt er wieder, hey, komm, ne? Eine andere brauchen wir nicht, lenkt alles nur ab und so weiter. Da ist er dann wieder dieses Hin und Her gerissen, da ist wieder, hey, alles klar, es passt. Weil er weiß eigentlich selber gerade gar nicht, wo sein Weg hingeht. Und da immer dieses Ziehen von anderen Personen, anderen Situationen. Aber im Grunde genommen, wenn ich seinen häuslichen Bereich mir anschaue, im häuslichen Bereich, da bist du. Da bist du und sogar da ist die Nachricht, da ist die Kommunikation mit dir. Und da habe ich immer wieder dieses ganz Überraschende, ganz plötzlich überraschend kommt dieses, als ob er auf eine Nachricht von dir wartet. Wie, ihr habt guten Morgen gesagt, schlaf gut, oder so, guten Morgen, ne, hast du gut geschlafen, ja, schlaf gut, sowas. Kommt jetzt der Moment, der immer wieder hochkommt, ne? Da kommt dieses, auch ganz überraschend, vielleicht aufs Handy schauen, ist da eine Nachricht drauf? Wo dann selber erschrickt und sagt, sag mal, was ist denn jetzt los? Na? Egal in welcher Situation er ist, ob es hier einen Durchlauferhitzer gibt, Kumpels oder egal was es ist. Ich habe diese Reaktion bei deinem Herzensmenschen. Er erschrickt selber davor. Und da sage ich ganz deutlich, nein, es war nicht ernst gemeint, was er gesagt hat. Es war nicht sein wirklicher Wille. Für den ersten Moment, ja, so muss es sein, da bin ich hier komplett in meiner Burg drin, bin ich geschützt und habe jetzt hier so alle Schotten, alles zugemacht, ne? Aber es kommt gerade immer wieder, immer mehr dieser Moment. Und das habe ich mehr in seinem häuslichen Bereich. Und wie gesagt, gerade auch wenn er vielleicht Arbeitskollege oder wie gesagt, egal wer es ist, im draußen mitbekommt, ne? Und dann, ja, die Partnerin, der Partner hat geschrieben, der Person. Und da kommt dann immer wieder bei ihm diese Enttäuschung. Da kommt dann richtig, das tut das Herz wirklich weh. Da habe ich diesen Herzschmerz. Und weil im Grunde genommen möchte er das auch, weil das ist das, was er nämlich bei dir auch gespürt hat. Du hast ihm Nähe gegeben. Und bei dir weiß er, kann er sich komplett eigentlich fallen lassen. Da kann er weich werden. Und davor hat er aber Angst. Das sind seine Themen. Das sind wirklich sehr starke Themen, die dein Herzensmensch hier hat. Die ihn auch wirklich in seinem Inneren beschäftigen. Da habe ich ihn komplett blockiert liegen. Blockiert, komplett voller Ängste. Aber das Herz in deine Richtung ist sehr, sehr, sehr stark unterwegs. Und wie gesagt, diese spontanen Gefühle, dieses Vermissen, dieses aufs Handy schauen, kam dann eine Nachricht. Oder er hört irgendwas und dann der erste Blick aufs Handy, ob das eine Nachricht von dir war. Oder es kommt wirklich eine Nachricht und dann, oh, es war's gar nicht du. Na? Er erschrickt ja selber auch davor, aber es häuft sich immer mehr. Und da nach dieser Legung sage ich nein. Er ist nicht komplett dieser Meinung, was er dir gesagt hat. Sei es der Kontaktabbruch, sei es ja, blockiert, dass er dich vielleicht blockiert hat oder auch die Beziehung beendet hat. Er weiß es. Es sind seine Ängste. Es sind wirklich seine Ängste, die ihn ganz lange aus seiner Vergangenheit mit beschäftigen. Und dein Herzensmensch weiß, und er kommt doch immer mehr dazu, dass jetzt die Zeit reif ist, hier eine Veränderung reinzubringen. Ich habe ihn hier mit diesen Mittel, also diesen, ja, diese Weggabelung. Da ist, wie gesagt, der eine Kumpel oder der Durchlauferhitzer hier, ne, so diese Richtung, spürt aber, wenn er in diese Richtung guckt, ah, da will ich eigentlich gar nicht wirklich hin. Und dann wird immer deutlicher, weil immer stärker, hier habe ich diese Dominanz, diese Stärke von diesem Bereich in seinem Umfeld, Partnerschaften zu sehen, Nachrichten, dieses, hey, ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Partner, ne? Oder wir im Unternehmen das, oder einfach nur wir gehen zusammen einkaufen, ne? Diesen Wir-Faktor. Und da zieht es ihn immer mehr hin in diesen Bereich, weil da ist die Helligkeit, da ist Wärme. Und er sehnt sich nach Wärme. Und das ist jetzt einfach nur ein Schauspiel, was er hier gegeben hat, dir gegenüber. Das war nicht ernst gemeint. Das hat er nicht gemeint, was er gesagt hat. Und klar, es sind harte Worte, ja. Auch wenn es um eine Trennung geht. Aber n-n. Er ist da komplett auch unsicher, weil er ist eigentlich seinem Herzen überhaupt nicht treu, weil ich die Untreue im Herzen hier liegen habe. Und die Treue im Herzen habe ich bei dir. Da ist wirklich diese Zuneigung. Und in diese Richtung habe ich hier liegen für sein Herz im Allgemeinen
da ist nichts da, weil er ist eigentlich jetzt hier diese Richtung, diese Weggabelung, die ich euch vorhin gesagt habe, da ist das Nein, da folgt er nicht seinem Herzen, sondern geht hier eigentlich in ein dunkles Loch weiter rein. Und da wird sich es auch noch sehr, sehr stark zuspitzen, das Ganze. Und das sind Sachen, die er vielleicht jahrelang weggeschoben hat. Da kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und da wird es ihn richtig reißen. So, jetzt schauen wir doch mal, was wir noch weiter bekommen von deinem Herzensmenschen. So, wir haben 8 der Münzen. Bei den 8 der Münzen wird gezeigt, da baut sich langsam etwas auf. Und das Problem, und das finde ich jetzt wunderschön, die Kombination, was wir am Anfang gesehen haben, was wir hier in der Mitte gesehen haben, wo wir in die Tiefe gegangen sind, was sich jetzt hier gezeigt wird. Problem, Problem, Ängste, Problem, Vergangenheit, Problem, aktuelle Situation, Problem, er selbst, mit sich. Und dieses Problem wird jetzt Schritt für Schritt gelöst. Er löst sein oder seine Probleme Schritt für Schritt. Und da wird jetzt wirklich auch sein Eifer gegriffen, wo es ihm vielleicht jetzt oder die ganze Zeit, Jahre, wie auch immer, an Ehrgeiz gemangelt hat. Oberflächlich. Oberflächlich, oberflächlich, was ich vorhin gesagt habe. Na? Wo es hier immer gewuppala gewesen ist. Und da geht es jetzt aber wirklich in die Tiefe, weil hier haben wir wirklich diese Veränderung liegen und den Anfang von dieser Veränderung, von diesem Wandel. Und was ich da als wunderschön finde, wir haben den Stern. Der Stern ist ja auch mit die größte Glückskarte und hier gibt es auch einen neuen Aufschwung. Weil ein Herzensmensch bekommt wieder den Glauben an sich selbst, vor allem, was ich in dieser Leben das Allerwichtigste finde, den Glauben an die ehrliche, tiefe, richtige Liebe. Die Liebe zu leben, diesen Glauben, wo er sich immer eigentlich davor wie gesträubt hat, immer wieder blockiert hat, es nie komplett zugelassen hat. Und da, sagen wir so, bekommt er oder sie hier die Erleuchtung. Also da sage ich mal auch, der Abstand, der jetzt hier ist, der ist wichtig. Weil du bist ihm nicht egal. Und immer wieder dieses Nachricht oder irgendein Ton kommt, verbindet er mit dir. Und dann kommt dieses dieses Traurige, weil du es nicht bist. Ist aber ganz wichtig, dass du jetzt nicht nach dieser Legung, nur nach dieser Legung bitte. Ne? Also da bitte, das ist jetzt nicht verallgemeinern und dass jetzt jeder das jetzt so macht, was ich jetzt hier sage, weil wie gesagt, wir sind im Kollektiv, kann nicht für jeden zutreffen. Heißt ja auch, nach dieser Legung, was ich dir sagen kann, fang nicht an, oder würde ich dir nicht empfehlen, jetzt ihm Nachrichten zu schreiben. Eine nach dem anderen, ne? Melde dich doch oder irgendwas. Oder auf irgendwelchen Wegen versuchen, Kontakt mit ihm zu bekommen. Nein, weil nach dieser Legung ist es hier ganz wichtig, dass dein Herzensmensch den Abstand, dass es wirklich spürt, den Zugang zu seinem Herzen, was er hier wirklich vermisst. Weil das baut sich nämlich immer mehr auf, weil er ist gerade jetzt dabei, seine Probleme zu lösen. Egal, was du im Draußen siehst, was du mitbekommst von ihm. Wir schauen hier, was in seinem Inneren vor sich geht. Was jetzt hier nicht sichtbar ist. Ne? Was aber in den Tränen vor sich geht, um dass es in die Sichtbarkeit kommt. So, und wie gesagt, der Stern, neuer Aufschwung. Und ihr bekommt diesen Glaube wieder. Und egal wie und was, Trennung wird hier auch gezeigt. Nicht von dir, ne? Sich wieder trennen oder dass es endgültig ist, nein, er trennt sich von seinen Anhaftungen, von seiner aktuellen Situation, egal ob Durchlauferhitzer oder hier der Zockerkumpel oder sonst irgendwas. Na? Seine ganzen Thematiken, seine Probleme, auch aus dem Finanziellen, wird er sich hier wieder, wird das alles lösen, seinen Verpflichtungen wieder anders nachkommen, dass er mir selber auch in die Leichtigkeit kommt, weil hier fehlt es auch sehr stark an Leichtigkeit, weil gerade ist er wirklich hier in der Verzweiflung, er ist verwirrt. Aber er kommt wieder in die Gelassenheit rein. Wie gesagt, Schritt für Schritt alles lösen, seine Probleme lösen. Wandel, Wende und er bekommt auch wieder die Hoffnung und den Glauben. Den Glauben an die Liebe, wie gesagt. Und das ist das, was er hier gerade mit sich selber verarbeitet. Und was ich wunderschön finde, wir haben hier den neuen Aufschwung und dann haben wir auch noch, wie wir es am Anfang hatten, das Rad des Schicksals, was ja auch zeigt, die Zeit ist jetzt reif und er ist komplett mittendrin. Und da haben wir die Wende, die Veränderung. Es ist wunderschön.
Ihr Lieben, aber ich weiß, ihr entscheidet immer frei für euch, weil ihr sagt, hey, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Punkt. Und du kreierst dein Glück dir selbst. Du machst niemanden davon abhängig. Und das ist ganz wichtig und das finde ich wunderschön. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen restlichen Tag. Tschüss!